Hallo ihr Lieben bei YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Hausflipper. Ich würde kurz hier drin, glaube ich, ein bisschen weiter einrichten. Noch erstmal zum Anfang. Und dann, Montage hatten wir ja auch noch was, ne? Nachttisch. Was ist da noch? Heizung. Dusche. Und dann Haus kaufen wieder. Und natürlich auch Aufträge, ne? So der Plan erstmal. Hatten wir da hatten wir doch schon mal eine Tür drin gehabt, ne? Ich würde da, glaube ich, auch so eine Tür reinsetzen wollen. Hat der gerade den Griff? Duplizieren. Ne, und hier kommt ja eine richtige Tür dann rein. Wir hatten letztes Mal aber auch schon einen Tisch und einen Fernseher stehen. Hat er auch nicht abgespeichert, ne? Ich hoffe, der hat die anderen Aufträge abgespeichert. Ja, doch, sieht so aus. Naja, ich glaube... Sieht gut aus. Kann man hier eigentlich noch weitergehen? Nee, ne? Okay. Gut, dann gucken wir mal. Laden. Schrank. Ja, das sind ja alles hier so eine... Büroschrank nicht. Schade, dass es keinen Fliesentisch gibt. Was ist das? Eine Schuhbank? Wieso zeigt der Schrank an, wenn... Warum zeigt der bitte schön Duschen an? Da ist auf jeden Fall der Fernseher. Schränke, funktionelle Hängeschränke, Standschränke. Aber keine Küchen. Ach so, Aufbewahrung, ne? Hängeschränke, funktionelle Schränke, Aufbewahrung. So, nee, so war er nicht. So ein Rollcontainer. Hier so ein. So. Tisch. Couchtisch. Welchen hatten wir denn da? Das ist ein Ping-Pong-Tisch. Ist auch zu groß. Ja. Schade, dass du den nicht nur leicht drehen kannst. Der dreht den ja gleich so viel. Naja, gut. Setzen wir den dahin. Gibt es hier einen Kicker? Also Billardtisch gibt es, glaube ich. Ein Kicker wäre cool.
Kick hier? Nee. Was haben wir denn hier? Aufbewahrung? Nee. Hobby. Billardtisch. Bärtisch, Bärtkö. So. Ein bisschen nach vorne. So machen wir. Gibt's eine Bar? Oder eine Theke? Nee, okay. Ist aber auch erstmal halb so wild. Wir haben das drin. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Auftrag. Und wir können ja schon mal ein Haus kaufen. Und dann machen wir einen Auftrag. Kaufen. Das hier, oder? Warte mal, zeigt er das denn jetzt da noch an? Ehemaliges Hausboot. Nee. Okay. Gut, dann machen wir einen Auftrag. E-Mails gehen wir mal runter. Erinnerst du dich noch an das hässlichste Haus auf dieser Seite der Küste, das früher mal als Driftwood House bekannt war? Es besteht eine Chance, dass letztendlich doch noch zum Gemeindezentrum umgewandelt. Dass es doch zum Gemeindezentrum umgewandelt wird. Die Spendenaktion, um die Fortsetzung der Renovierung zu finanzieren, hat sich als sehr erfolgreich erwiesen. Sogar die Touristengruppe hat, nach dem Schießen einiger Fotos, eine hübsche Summe gespendet. Es sind also nicht nur die Materialkosten abgedeckt, sondern es bleibt auch noch genug übrig, um den Rest, um den besten Renovierer in der Gegend anzuheuern. Und zwar dich. So. Eggy WB, hast du was Schönes gefunden, Eggy? Die vorige Mannschaft hat dir viel Arbeit hinterlassen. Die größte Herausforderung wird es sein, das Äußere präsentierbar zu machen. Du wirst deinen berühmten Hammer oft brauchen. Brot. Naja. Ich esse ja auch jeden, also nicht jeden Abend. Zweimal die Woche esse ich was Warmes. Abends. Sonst immer nur Brot. Jetzt, eine Zeit lang habe ich ja nur Knäckebrot gegessen. Ne? Kann ich jetzt aber auch wieder erstmal nicht sehen. Jetzt esse ich eine Weile wieder Dings. Aber mir ist jetzt mal so in den Sinn gekommen, Süßigkeiten sollte ich jetzt erstmal wieder weglassen. Ich habe das schon gemerkt. Ich habe ordentlich zugelegt. Ja. Und das Ja liegt jetzt nicht ausschließlich nur an der 3-Kilo-Box. Reicht ja auch vollkommen aus. Vor allem gerade frisches Brot, saulecker, ne? Ich habe heute erst wieder Käse geholt. Ich freue mich nachher richtig. Ich habe noch ein Brötchen liegen, das schmier ich mir nachher. Und dann freue ich mich nachher richtig schönes, frisches Brot zu essen. Ich habe kein frisches Brot gekauft. Aber egal, ich habe noch Brot liegen und ich habe auch noch ein Brötchen liegen. Aber frisches Brot, morgen hole ich mir denn frisches Brot. Frisches Brot ist so lecker, ist so geil. Denn am besten schön Butter, nicht aus dem Kühlschrank, aber auch nicht zu weich. Die muss so richtig schön verstreichbar sein, ne? Oh, Linda, oh, das Beste. Die vorige Mannschaft hat dir viel Arbeit hinterlassen. Die größte Herausforderung wird es sein, äußere... Achso. Davon abgesehen, ja gut, gut. Auftrag beginnen. Mein Vater knallt das ja immer, mein Vater knallt die Butter immer im Kühlschrank. Das ist so, oh nee. Das ist das ganze Brot kaputt. Nee.
Alter, was ist das denn? Alter. Okay, da hätte ich eine gute Idee, wenn wir das Haus kaufen sollten. Das Haus kaufen und da eine Villa Kunterbunt draus machen. Alter, das ist aber ein Riesengerät hier. Da. So, haben wir hier. Direkt, ja. Nicht kopieren. So. Gucken erstmal außen rum. Kann ich. Oha! Oha! Das finde ich ja so geil, dass das geht, ne? Das finde ich so geil, dass das geht. Wo ist es? Da ist es, warte. Oh, verdammt. Einmal noch, warte. Oh. Ah ja. Das ist ja richtig witzig. Okay, das wird bestimmt lange, lange dauern hier. Schon richtig geile Ideen. Die sollen auch alle raus? Tatsächlich. Das nicht. Ey, richtig cool. So, erstmal hier unten alles, ne? Okay, hier soll alles bleiben. Hier geht's. Ach, geil. Hier geht's in die Bude rein. Junge! Oha. Okay. Wir fangen aber erst unten an, ne? Wir arbeiten uns langsam hoch. Hocharbeiten. So. Legen wir das alles weg. Hier irgendwo was noch? Nee, nee, nee. Hier noch. Hier. Machen wir erstmal hier draußen. Ich glaube, draußen soll nicht viel gebaut werden, nur drin. Wo hier die Fassade, ne? Wahrscheinlich. So. Ich glaube, das müssen wir. Das muss auch verkauft werden, okay. Zack. Ah, es geht immer noch zu, obwohl es nicht mehr da ist. Okay, was ist noch? Verkaufen. Nochmal 10 Bretter. Und eine Tür. Welche Bretter meint er? Zehn und 14. Warte mal, ich guck mal. Wahrscheinlich hier oben welche, ne? Nee, das ist schon wieder ein anderer Ding. Okay, wir müssen hier unten noch so. Wo sind hier noch so viele Bretter hier? Nee, ich dachte gerade die kaputten. Ah, die Treppen hier. Die Stufen.
Okay, aber noch welche? So, passt. Abreißen. Als nächstes abreißen. Oh, die Garage weg. Oha, ich soll alles wegreißen hier unten. Oha. Aufpassen, dass ich nicht wieder zu viel wegreiße. Ich finde das so eigentlich voll geil, wie das aufgeteilt war. Okay, man merkt auf jeden Fall, Aufträge werden auch größer. Okay, das sind dritte Teile stehen. Ja, da müssen wir bestimmt neue Wände ziehen. Gehe ich mal von aus. Ja, wenn ich doch jetzt wieder... Hello, my favorite flipper. I couldn't wait to share something with you. Everyone is so thrilled that you took over this renovation. The townsfolk are really impressed with your work in Pinnacle. So, thanks to the successful fundraising and with you being in charge, we can trust that the work will be finished this time. Kira, danke schön für dein Raid. Grüß dich. Hallöchen. Vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Wir sind 6 wunderschöne Menschen. Und ja, danke fürs SO. Natürlich, ich bin noch ein Profi. And you prove that with every house you fix. Gotta tell you, your work makes an impact around town. Let's take Emma and Jane's Bookshop Cafe. After your redecoration, their business is thriving. Was labert denn Tom? Nee, das ist der Toni. I met him the other day, and he told me it's booked for the next few months. So you're not only improving houses, but the lives of people who own them as well. Isn't it awesome? Der Boden auch? Ich freue mich. And everyone in Pinnacove is glad to have you. Kira, wie war es mit deinen Pals? Though I have to confess something. When you first reached out to me, I wasn't sure you'd be able to make it. And to ask about the Driftwood House right away, that's boldness you don't see every day. So, I decided to give you a chance. Was er labert? Worst case scenario, you'd discover house flipping wasn't for you. But you did it. And now the whole Pinnacove is rooting for you. Junge! Fully focused on the job, as always. I'll let you do the thing you're best at. And let me thank you again on behalf of the town of Pinnacove. We're all so grateful for everything you do here. And we hope you won't leave us after completing this renovation. Who knows what the future holds for a skilled house flipper like you. Till next time, my friend. Alter, wie lange der quasselt, Mann. Fluma, lieber, grüß dich. Guten Abend. Alter Schnee, lieber. Boah, hat doch nicht zu viel versprochen, ne, mit seinem Hammerschwing.
Dachte, wärst im Flugzeug und da würde einer labern. Hört sich so an, ne? Der Stewardess-Simulator. Aber im Flugzeugstream wäre anders hart. Das stimmt. Das ist richtig. Das stimmt. Stimmt. Metallion, guten Abend. Dankeschön für dein Raid mit vier wunderschönen Menschen. Vielen, vielen Dank, Metallion. Und Grüße, Grüße. Und Vaneta, Hallöchen. Und danke schon für deine 30 Bitties. Danke, danke, danke. Metallion, was machen die Felder? Lurk muss noch Hausaufgaben machen. Dankeschön für dein Lurk. Und viel Spaß bei den Hausaufgaben. Abreißen. Einer muss noch abgerissen werden. Sagt, der Hund hat sie gefressen, zieht immer. Hä? Wo ist denn hier jetzt noch ein? Vielleicht da hinten? Da, in der Luft hängt da. So, ab zum Nachbarn rüber. So, als nächstes verkaufen. Was ist das? Eine Lampe wahrscheinlich, ne? Die hier wahrscheinlich. Und ein Lichtschild, ja. So. Okay, dann haben wir hier draußen alles fertig. Okay. Also hier unten zumindest. Blutgetränkt. Hab im Moment eine Cruiserweight Kings 3 Phase. Also bist du komplett drin, sagst du, ja? Bist du komplett wieder drin? Du warst nie raus. Hey, Dennis! Vielen lieben Dank für deinen Raid, Dennis. Mit drei wunderschönen Menschen. Hey. Drei Raids. Innerhalb von 5 Minuten. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Und herzlich willkommen. Und Flu, GG zur 10er Stream-Serie. Ihr Lieben, ne? Donnerstag kann es sein, dass bei vielen die Stream-Serien weg sind, ne? Wenn ich dann vormittags das Coworking, den Coworking-Bumster mache.